you're happy and you know it, clap your hands. Habe ich mir gedacht. Für alle, die sich jetzt fragen, was... Geht euch überhaupt nichts an. Was soll ich sagen? Die saftigen Zusatzeinnahmen von meinem Fake-Outing sind endlich angekommen. Ich habe ein bisschen renoviert. Verstehe schon, juckt mal wieder keinen. Ich hätte ja auch eigentlich gerne mal eine gute Cam, womit und ich euch da... womit ich euch das viel besser zeigen könnte. Hab mir auch extra eine super teure 4K-Webcam von Logitech gekauft. Die ist absoluter Schrott. Logitech, was soll der Schein? Deswegen nehme ich ja gerade mal noch meine alte. Ich möchte auf jeden Fall transparent mit euch sein, Freunde. Lasst uns mal festhalten. Uns ist allen klar, dass in den nächsten 2 Wochen das sowieso alles wieder komplett zugemüllt sein wird. Ha! Ich weiß auch ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig, wie ich das mit der Kameraperspektive am besten mache. So frontal, wie immer... Oder eher seitlich. Nicht, dass es euch was angehen würde. Also es sieht natürlich alles noch nicht so aus, wie ich das eigentlich gerne haben möchte. Ich rede von meinem Gesicht. Ganze Deko-Kram und so weiter wird sicherlich noch komplett anders werden. Aber ich freue mich auf jeden Fall richtig krass darüber, jetzt hier sein zu können. Für alle, die sich das gerade eventuell nicht so ganz vorstellen können, mein ursprünglicher Arbeitsplatz bzw. Zockerecke war auf der Seite direkt vorm Fenster und wurde nun auf die gegenüberliegende Seite des Zimmers verlegt. Cool. Mein Hamster hat den Gestank einfach nicht mehr ausgehalten. Möbel sind auch alle komplett neu und nicht nur das. Ich habe hier quasi auch ein komplett neues Arbeitssetup. Die ganze Peripherie wurde erneuert. Ja, ich weiß, das mit den Kabeln ist so eine Sache, aber ich weiß halt gerade nicht, wohin damit. Und ich habe sogar einen komplett neuen Rechner, Freunde. Der steht da. Sieht natürlich in Real Life wesentlich geiler aus, genau wie ich. Hier schön, alles schön, LED, Carbon Fiber. Oh. Oh, oh, oh. Sorry, ich muss meine Hose wechseln. Sportabgasanlage. Das da hinten. Kinder. Alles Zeug, was da hinten gerade noch rumsteht, inklusive Tisch, kommen noch weg. Stelle ich dann vielleicht einen Sessel hinten, ein kleines Tischchen, damit man da mal chillen kann. Damit ist halt auch die komplette Aufteilung von diesem ganzen Zimmer hier einfach super angenehm. Ich freue mich wirklich drüber. Nee, mal for real, ich bin super happy und freue mich schon darauf, hier arbeiten zu können. Ich liebe halt auch meine neuen Möbel, das ist halt nice. Massivholz, ich glaube Mangoholz ist das hier, alles mit so Folie und so individuell handgefertigt, bunt bestrichen und so ein bisschen auf alt gemacht, ist einfach nur absolut geil, genau wie ich. Die ganzen Möbel wurden alle von der Spedition komplett zusammengebaut, in die 5. Etage geliefert, hab auch nur 3 Morddrohungen von dem bekommen. Und Leute, wer jetzt von euch die unbegründete Angst hat, ich könnte jetzt im Intro keine Jokes wie zum Beispiel mit der Tür mehr machen. Ich habe ja Kamerastativ und alles am Start, das ist in 20 Sekunden aufgebaut, absolut kein Ding. Und Freunde, eins ist natürlich klar, vollständig neue, super gute Hardware, ein richtig fett ausgestatteter Rechner, komplett neue Möblierung im ganzen Zimmer. Das hat mich schon einige Düsenjäger gekostet. Was auch schon mal allein gar nicht möglich gewesen wäre ohne euren kranken Support, vor allem in den letzten Monaten. Der Channel ist einfach super gesund. Jeden Tag kommen so viele neue Leute rein, schauen in Massen meine Videos, lassen super viele positive Kommentare da. Das finde ich einfach nur echt scheiße, Mann. Hey, Real Talk, vielen lieben Dank für eure Unterstützung, Leute. Ich freue mich wirklich jeden Tag, dass ihr da seid. Was soll ich sagen? Dann weihen wir den neuen PC mal ein. Ich habe noch keine Aufnahme auf dem gemacht. Fangen wir an mit... Oh oh. Zum Glück haben wir es uns angewöhnt, nicht mehr allzu viele Fragen zu stellen. Warum fährt der Schulbus da durch die Bäume? Warum sitzt der Typ da mitten im Wald? Und warum... Okay, das war's. Ich glaube, ich kenne jemanden, der sich nachher bei seiner Nvidia 2080 Ti entschuldigen darf. Oh Gott. Der Busfahrer feiert's bestimmt, dass die Straße zweispurig ist. Doch, sieh mal, wo doch, traf ich schon den Mangler. Das ist doch Bador, Alter. Wieso endet die Straße da mitten vor diesem random Konglomerat an Bäumen? Was? Toi, vu tes résultats pitoyables, tu vas rester ici et tu vas travailler. Tu as 7 exercices éparpillés sur cette map. Et tu dois les faire. Mais fais gaffe. Si j'apprends que tu fais des erreurs, je vais sérieusement m'énerver. Sehe ich absolut genauso. Moment, Moment, wart mal. Das ist Baldi's Basics. In Scheiße. François's Basics ist das. Und ich soll hier die satanischen Beschwörungsbücher aus den Hütten im Wald sammeln, oder was? Alles klar. Wollen wir nicht doch Feierabend machen? Oh, was? Das ist ein Test, halt echt? Oh, ich meine, na gut. Félicitations, je pensais pas que t'allais t'en sortir.
Tiens, prends ça en récompense. Continue comme ça. Ich bin auf jeden Fall deiner Meinung, Dude. Ich glaube, ihr wollt mir einen Croissant anbieten. Eine Taschenlampe nehme ich auch. Auch wenn die in meinem Inventar rot und in Real Life schwarz ist. Aber das klären wir später. Oh, was blinkt denn da oben? Ist da eine Lasergun? Die neuen Sneaks, Alter. Und ich war spontan unterwegs. Geh, soll ich drücken, habe ich wahrscheinlich 10 Sekunden Boost. Ist hier irgendwas in dem Brunnen? Ah, prominent. Hat sich erledigt, müsst gar nicht antworten. Also das erste Aufgabenbuch habe ich erfolgreich gelöst. Das heißt, der Typ ist noch nicht sauer auf mich. Also gehe ich jetzt mal weiter und suche die Hütten. Hab eine Hütte gefunden, Leute. Was sagt man denn dazu? Zack. Ich würde sagen, das Ergebnis ist... Oh, wer hätte es denn gedacht? Oh, no. Ich habe gerade gedacht, da hinten im Gras steht ein Kreuz, Alter. Für all die Schüler, die vor mir hier waren. 7 Bücher muss ich sammeln. Ja, das wird ein Spaß. Ich habe mich zum Anfang so ein bisschen gefragt, warum ich der einzige Schüler auf diesem Schulausflug bin. Also langsam wird mir einiges klar. Ich meine, ich würde sagen, die Gesamtsituation ist leicht angespannt hier, oder? Bum, bam, zack. Hier haben wir noch irgendein Item. Ein GPS-Papier. Oh, oh mein Gott! Leute, what? Was war das, Alter? Lass mich in Ruhe! Igor, Alter, was ist los? Kriegt er mich auch, wenn ich das hier löse? Wahrscheinlich schon. Och nee. Ich will nicht schon wieder Bador sehen. Spaß, abonniert Bador. Ich weiß halt nicht. Du möchtest nicht drüber reden, oder? Ich weiß halt nicht, ob diese Hütten hier random verteilt sind. Oder ob es so ein gewisses Pattern gibt, wo man die Map dann lernen kann oder so. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Was? Nee, es passt schon. Lass es so. Das ist auf jeden Fall... Das ist prima. Das Spitze ist das. Ja, die sind jetzt ja alle nicht lösbar. Also 3 von 7 habe ich schon mal. Aber der Typ, der rennt mir halt hinterher. Das ist halt wirklich krass. Also ich bin sogar der Meinung, das ist schon fast ein bisschen mehr scary als das normale Bordies Basics hier gerade. Boah, Alter, was war das? Was ist das? Ah, ja. Yeah. Die neuesten Errungenschaften des technologischen Fortschritts. Ich hab's schon fast vergessen. So, da müsste die 6. Hütte sein. Beziehungsweise das 6. Buch. Ah! Gott, why? Der kommt also weiter an dich ran, solange du die Aufgaben löst. Das ist verdammt unfair, Mann. Doch, die machen Blocken, treffe schon den Mangler. Eventuell wäre es ja auch eine optimale strategische Überlegung, hier nicht so nah an diesem Typen anzufangen, sondern sich für den Start eventuell einfach eine andere Hütte zu suchen. Hier ist eine unsichtbare Wand drumherum. Vergesst bitte, was ich gesagt habe. Statt mir zuzuhören, abonniert doch lieber den Channel. Sind aber, glaube ich, alle zufrieden. Oh no, Alter. Merde. Vor allem, das hier ist das Gebiet mit den 2 Hütten. Ich drücke jetzt G. Alter. LOL. Was ist das? Noch Schuhe. Nice. Ah, ich kann mir das so ein bisschen einteilen hier. Alright, das ist gut. Ey, der ist so schnell! Das bringt halt gar nichts, ne? Der ist schon bei 4 von 7 schneller als ich. Wie soll man das denn schaffen? Was war das? Brauche ich zu lange hier gerade? Oder was passiert? Ich weiß nicht, was das für ein Sound war. Das war irgendwie random. Okay, wow, ich bin halt tot, ne? Es ist halt so dumm. Das wäre halt voll fair, wenn er einfach nicht laufen würde, während man diese Aufgaben löst. Wahrscheinlich ist es besser, wenn ich zuerst alle Items hier einsammle. Also woanders anzufangen ist definitiv eine gute Idee. Jetzt habe ich nämlich schon mal 6 von 7. Ich weiß halt nicht gerade, wo die letzte Hütte ist. Aber ich sehe den Typen auch nicht. Aber ich habe auch keine Schuhe mehr. Warte mal. Hier vielleicht? Ist es eventuell gleich geschafft? Boah, ich weiß es nicht. Ich weiß noch nicht, wo der Typ ist. Ich hoffe, er hängt irgendwo fest. Nein! Ist schon eingesammelt. Oh Gott, das hätte sein können. Ich höre ihn. Ich bin tot. Ich bin absolut tot. Da hinten läuft er. Hier ist noch eine Hütte. Man verliert... Es ist möglich. Sofern das Game genau dann zu Ende ist, wenn man das letzte Ding eingesammelt hat. Doch, den Mann, wo blockt man? Treffe ich schon den Mangler. So, jetzt lasst uns das mal probieren. Ich glaube, in diese Richtung, da hinten ist noch ein Haus. Dann machen wir zuerst das hier, dann gehen wir hier weiter und dann da nach hinten hin. Und dann einfach irgendwie die Runde weiter, würde ich sagen. So. Das Ding ist, ich muss das halt mit dem Nummernblock steuern, weil irgendwie die Zahlen auf einmal nicht mehr gehen. Das heißt, ich muss jedes Mal umgreifen. Das ist halt auch so ein bisschen beschissen. Okay, wo waren das jetzt hier?
muss diese Fähigkeit schon benutzen, um halt genug Vorsprung zu kriegen. Es wäre jetzt natürlich besser, wenn ich wüssten würde, aus welcher Richtung der kommt. Aber ich glaube, das werden wir auf jeden Fall früh genug sehen. Da ist noch eine Hütte, oder komme ich daher? Da komme ich nicht her, ne? Das ist noch eine. Das heißt, hier sind irgendwie vier in einer Nähe. Okay, da ist der Typ. Ich muss mich beeilen. Komm! Oh! Oh, da ist er! Der rennt! Oh, ist das gefährlich! Okay, jetzt habe ich keine Energie mehr. Mist! Da ist die nächste Hütte. Das schaffe ich nicht. Ich weiß nicht, wie das möglich sein soll. Lol, Alter. Ist da ein Buch drinne? Ja, da ist eins drinne. Das wäre so eine gute Route. Aber ich muss das anders machen. Lol. Lol, meine Steuerung. Meine Steuerung ist kaputt. Ja, komm, Alter. Dann kannst du es halt auch recht knicken. Ey, sorry, ich war jetzt so energisch, das zu schaffen. Ich hätte es auch noch weiter probiert. Aber das ist halt übel. Guck mal. Okay, das ist funny. Ja, das ist halt trotzdem Krebs, Alter. So kannst du halt nicht spielen. Also, Baldi's Basics war ja ein Game, weil es coole Charaktere hatte. Nicht unbedingt vom Gameplay her. Und dann gibt es halt diese Spiele, die nehmen nur das Gameplay und keine coolen Charaktere und verkacken sogar das, was sie da rausnehmen. Es ist halt so... Why? Leute, das soll es für heute gewesen sein. Ihr wisst, wo euer Daumen ist. Richtig in der Nase. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Haut rein und tschüss.